Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 auf der schönen NF Marsh Map. Ich grüße euch, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, heute zum heutigen Thema habe ich mir überlegt, wir müssen gucken, wir haben Missionen laufen. Wir haben Missionen laufen, natürlich hier unsere Feld 45, was der Horror ist. Leute, da ist der pure Horror. Ich krieg echt, ungelogen, ich krieg richtige Angst mit diesen Ballen. Ich kann euch das gerne mal aktuell zeigen. Ganz kurz, einen Moment, das war hier unten. Wir sind bei 335 gepresste Ballen, die auf diesem Feld liegen. Also ich habe einen Teil hier schon weggefahren, da beim letzten Mal zu der Gärtnerei. Aber dennoch, trotzdem, wir haben 336 Ballen. Wir sind noch nicht fertig. Ja, das ist einfach Fakt. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind aktuell bei 903.000 Liter Silage, was hier an Ballen rumfliegt. Ja, also muss noch gemacht werden und wir haben, wenn wir mal gucken, hier sind noch einige Linien, die gefahren werden müssen. Ich sehe nur weiße Flocken. Halleluja. Den habe ich abgestellt hier. Der ist durch, der hat Feld 4 gemacht. Wir werden es mit dem gleich weiterdüsen, Ballen aufnehmen. Er hier ist die neue Mission, Feld 42, habt ihr ja mitbekommen, habe ich euch ja noch erklärt. Feld 42 ist hier dieser Haferabrand mit den geliehenen Geräten. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wir machen diese Geschichte mit diesen Abfahrergeschichten. Ja, nächster Punkt. Tschüss. Macht der super. Läuft einwandfrei. Ihn werde ich auch gleich einsetzen. Er fährt nämlich ab und macht auch wirklich ungelogen diese Arbeit. Ja. Und fährt dann auch zum Getreidehändler. Das war Getreidehandel. Zack, zack. Macht er. Er hat hier schon den ersten schön voll. Ne? Ja. Hat er schon hier, ich muss gerade mal gucken, wartet mal, N, hier, ist schon voll, ist schon echt voll. Ich habe das vorhin mal einmal getestet, um das zu sehen, wie das funktioniert. War echt interessant. Ja, der fährt also den ersten Anhänger, den fährt er ran, dann wird der hintere gefüllt und dann fährt er nachher, wenn er wieder gerufen wird, fährt er mit dem ganzen Gespann neben dem Drescher und füllt dann den Hänger auf und danach fährt er zum Getreidehandel. Gut, das läuft. Da sind wir mittlerweile bei 23%. Super tolle Sache. Aber der Grund heute, hier sind wir bei 21.000 Euro, das war dieses Feld 4, 20%, da muss ich näher den Presser drauf schicken, Ballenpresser. Aber zur heutigen Folge ist Folgendes. Wir müssen ein paar Euro aufnehmen, und zwar aus dem einfachen Grund, wir müssen das Hofbauland kaufen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich brauche dieses Bauland. Also sprich, dieses Bauland brauche ich. Das kostet 202.329. 182 habe ich. Also ich muss dieses Bauland kaufen. Plus möchte ich gerne ein Silo mir schon ankaufen. Und zwar der Hintergedanke ist bei diesem gekauften, ist der Plan eigentlich, ich habe hier Stroh. Dieses Stroh möchte ich nicht verschenken. Das heißt, ich werde auch als nächste Investition dann nochmal einen Ladewagen holen. Aber den werde ich erst holen, wenn ich die Sachen abgeschlossen habe. Also, dass ich auch wieder im Plus bin. Wenn ich jetzt mir den Kredit hole, also jetzt ein paar Euro mir hole, ja. Ich sage, ja, ich sage es mal, 202.000 Euro, also 20.000 kostet hier
Also ja, knapp 30.000 brauche ich für das Feld, für dieses Bauland, um den Hof zu kriegen mit dem Feld 6 auch drauf. Und dann möchte ich halt gerne auch mir ein Silo kaufen, gleich mit dazu machen. Und da habe ich mir überlegt, normalerweise ja, würde ich Fett-Action-Seine nehmen, aber die kosten halt auch echt mal eben 1,6 Millionen, 25 Millionen Liter. 1,6 Millionen. Ey, da brauche ich ja 30 Jahre, wenn ich das Geld habe. 890.000 für 10 Millionen. 670.000 für 7 Millionen. Knifflig. Ich habe da so einen, ja, ewigen Mod. Ich habe 20 Millionen Liter für 50.000. Da geht alles rein. Alles. Und ich denke mal, das ist schon nicht verkehrt, dieses Silo mir da hinzustellen auf den Hof. Ja, weil es sieht gut aus. Und ich habe 20 Millionen und kann damit erstmal super leben. Jetzt seht ihr das mal, was der hier gerade macht. Der fährt da jetzt hin zu seinem Drescher und lädt den dann wirklich ab. Also das ist so der Plan, den ich mache. Dieses Geld würde ich auch, sobald ich hier diese großen Batzen Geld weg habe, ja, würde ich das sofort wieder dann einsetzen. Beziehungsweise würde ich den Kredit auch wieder versuchen abzulösen. Dass er immer so mal die Bank sieht, ja, okay, er gibt ja wieder Geld zurück, er zahlt das ja ziemlich schnell zurück, das können wir machen. Ja, das wäre jetzt so mein Plan zu sagen, okay, ich mach das, nehme Geld auf von der Bank, um das Bauland zu kaufen für den Hof. Und hole mir das erste Silo. Das wäre mir halt ganz wichtig, weil ich will dieses ganze Gut hier nicht verschenken. Also diesen besten Willen nicht. Ihr seht ihr das, was der macht. Das finde ich total interessant, dieses Thema. Der bleibt kurz stehen. Und er lädt es eigentlich ab, weil vorhin hat er das gemacht, dass ich gefahren bin und der Drescher ist gefahren. Dann hat er das parallel abgefahren, so wie es in der Realität ist. Sah total cool aus. Gut, und dann ist der nämlich dann auch wirklich hier mit seinem Drescher und mit seinem Gespann dann zum Getreidehandel hat er abgeladen. Da ist das Problem. Genau, Getreidehandel, das war das nächste, was ich habe. Das muss ich dann machen, da muss ich dran denken, weil der fährt nämlich nicht ganz ran mit beiden Wagen. Also der erste wird abgeladen, der zweite musst du manuell abladen. Bisschen blöd gemacht, da musst du dich mit dem Traktor ein Stück vorfahren. Da muss man einfach mal, sag ich mal, ein Stück diese Linie verschieben und dann denke ich mal, wird das super laufen. Gut, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde es paar Euro aufnehmen müssen. Ist, ja, ist leider so, tut mir leid, aber es geht halt nicht anders, weil ich möchte halt, wie gesagt, dann auch irgendwann mal anfangen. Das heißt, wir brauchen jetzt. Das kostet 202.000. Gehen wir da jetzt mal drauf auf die 202.000. 191, 106, 201, 206.000. Das sind 25.000. Wenn ich jetzt noch die 50.000 drauf mache für die, für dieses Silo mit Dings, ja, sind wir bei 75.000, die wir geladen haben. Oder? Also wenn ich es hergehe, wir haben jetzt 75.000 Euro auf, würde ich jetzt aufnehmen, um dieses zu kaufen. Fangen wir an, das kaufen wir jetzt. So. 202.000, wir haben noch 54 drauf. Passt, kann ich noch schnell mein Silo kaufen? Ich muss halt jetzt Geld verdienen, weil ich warte erstmal. Nee. Wenn ich mir angucke, was das Geld runtergeht, boah, ich will nicht ins Minus rutschen. Ich glaube, ich warte noch mal ganz kurz mit dem Silo. Ja, ich warte mit dem Silo noch mal und mache jetzt parallel noch mal ein bisschen Dinger hier wegfahren und zwar schnellstens diese Teile hier wegfahren. Das habe ich hier ein blödes Problem, Leute, ehrlich gesagt. Ich muss die wegfahren.
Ob ich will oder nicht will, ich muss sie wegfahren. Die Ballen. Da führt kein Weg dran vorbei, dass wir unsere Kohle kriegen. Wenn ich jetzt das Silo hole, habe ich ein Problem, das weiß ich. Das geht voll in die Hose. Weil dann habe ich nämlich nur noch 4000 Apples an Geld und momentan sind ja hier diese netten Helfer unterwegs, die mir echt einen super Job machen. Aber wenn ich die jetzt einsetze, ist das Geld weg. Habe ich echt ein Riesenproblem. Kann ich nicht machen, Leute. Geht was Gott nicht. Also ich muss erstmal zusehen, dass ich das paar Euro verdiene. Klar, ich könnte den Kredit jetzt hochschrauben, aber das ist ja das, was ich nicht will. Ich will zusehen, dass ich hier ganz schnell jetzt hier dieses Geld kriege. Also sprich, dass ich über Ballen wieder loswerde, dass wir unsere 100% bekommen, weil dann habe ich nämlich auch definitiv dieses Feld, kann ich dann abarbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Und die kann ich nicht abschließen. Wenn ich das abschließe, klar, da sind die Ballen. Oh, ich muss die Ballen einsammeln, egal wie. Ich kann es ja gar nicht abschließen. Geht ja gar nicht. Wenn ich das abschließe, sind ja die Ballen alle weg. Nee, es wird nicht abgeschlossen, Leute. Ja, das hat jetzt so ein Kuddelmuddel hier rumzufahren. Alter. Gut, der ist voll. Dann fahren wir den zur Gärtnerei, lassen wir den fahren. Ihr seht, es ist spannend. Ich habe noch nicht mal einen zweiten Trecker, wo ich sagen würde, ich könnte das jetzt machen. So, der ist bei 37%. Der ist am Warten. 77 ist also fast voll. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Wenn der jetzt fertig wird mit... mit den Silageballen, dann könnte ich... könnte ich eigentlich... ja. Eigentlich eine coole Sache. Und dann haben wir nämlich haufenweise Silageballen, die wir kriegen. Und Silage brauchen wir ja so oder so für die Tiere. Kühe. Ja. Habe ich natürlich dann dieses Equipment allein schon für die Silage, wäre schon fertig, was ich dann hätte. Das wäre natürlich mal eine gute Sache. Wir sind bei Feld 45, bei 41%. Wenn wir es wieder hochgehen, sind wir vielleicht bei 50%, aber die Hälfte. Ich kann aber das Geld nicht investieren ins Silo. Besten Willen nicht. Weil ich brauche ja auch den Ladewagen. Ich muss mir ja einen Ladewagen noch holen, um das Stroh dann zu sammeln. Was ich mir gerade überlege, ist noch, was gibt es denn noch an Missionen, die mir jetzt aktuell ein bisschen Geld bringen würden? Nee. Was vielleicht mal schnell geht. Feld 23 Flügen. Das sind alles diese blöden Fluggeräte. Wir haben Düngen, haben wir aktuell gar nichts. Flügen haben wir. 64 ist halt ein großes Feld, ne? Ist halt ein, ja, 23 geht eigentlich. Jetzt gibt es ein Geld für 23, würde ich mich das Feld auch noch machen. Flügen 23. 31.000 Euro. Minus 3 sind wir bei Mitte 20. 27.000. Soll ich machen? Soll ich es machen? Ja, oder?
Ich habe drei Missionen, drei Sachen laufen. Feld 4 muss ich dann den hinschicken, der dann das macht. Feld 42, Feld 45. Aber der hat hier noch unheimlich viel Arbeit, ne? Der hat noch richtig viel Arbeit. Das ist halt echt Krieg. Absolut Krieg ist das, Leute. So, der fährt gerade hin zum Dings. Sehr schön. Das ist halt purer Krieg, sage ich euch ganz ehrlich. Übelst brutal. So, da, er wird gefüllt. Und tschüss. Der fährt es schön zum Getreidehandel. Und da muss ich das gleich mal machen. Ich weiß nicht, was er jetzt hier für eine Kicke macht. Spannend, oder? Sich einfach mal selber versuchen zu verknoten. Er fährt es zum Getreidehandel. Und wenn wir da sind, muss ich mal diesen Curse Player, diese Art Autodrive anmachen. Weil ich kann dieses nämlich ein Stück nach vorne schieben. Dann lädt er nämlich immer komplett ab. Mit diesem Gespann. Sehr schön. Also, der ist bei der Gärtnerei mittlerweile angekommen. Sehr schön. L. I. Igidigit. Sehr gut. 34% für Feld 45 abtransportiert. Das heißt, wir sind bei 48% Feld 45. Heilige Bimbam. Also ist noch einiges zu tun, Leute. Ihr seht, es ist noch verdammt viel zu tun. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt das Feld gekauft, beziehungsweise das Hofbauland, das Bauland für den Hof gekauft. Ich wollte noch diese Silo reinschmeißen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Erstmal nicht, weil ich dann noch 3.600 Euro hätte. Ja, und diese 3.600 Euro, ihr seht selber, wenn ihr oben rechts guckt, wie das Geld runtergeht durch die Helfer, bin ich ganz schnell im Minusbereich. Weil ich krieg dieses Feld da oben nicht so innerhalb von nächsten 10 Minuten weg. Keine Chance. Ja, also da kann ich tun und biegen und brechen, was ich möchte, werde ich definitiv nicht wegkriegen. Deswegen, diese Ballen kriege ich nicht in der Schnelle hier weg. Da habe ich keine Chance. Deswegen muss ich hier mir ein bisschen beeilen jetzt. Die Ballen mal durchjagen. Dass ich hier schnellstmöglich das hinkriege. Und die alle auf das Feld kommen, dass ich dann anfangen kann, ja, das Feld irgendwann abzuschließen. Es dauert natürlich, klar, es dauert wirklich, Leute. Es ist halt einfach das Problem. Aber das muss ich euch nicht erzählen. Ihr kennt ja selber diese Felder, wie die soweit sind. Aber es muss laufen. Es muss einfach laufen. Das ist einfach Fakt. Sonst habe ich hier echt ein ganz, ganz blödes Problem. So, der Getreidemann wird auch gleich wahrscheinlich da sein, der Traktor mit dem Getreide. Was macht der hier? Bock zu sammeln oder was, mein Freund? Gefällt mir gerade irgendwie nicht. So, und jetzt nochmal neu. Weil der hat mich ein riesen blödes Problem. Ihr seht das gerade, dass der dieses so immer einen offen lässt. Ja, und dann tut er mir nämlich nicht genau alle brav und ordnungsgemäß aufsammeln, der Kerl. Sondern der spielt nämlich dann echt nur mit seinen Monopoly-Spielstallen darum. Das ist nicht das optimale Ziel, was ich möchte. Nach zwei Stück. Dann fährt er wieder zur Gärtnerei. Also ihr seht, es ist schon haufenweise Arbeit, die wir hier machen müssen. Aber nein, 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 nicht schmeißen um, Baby, nicht umschmeißen, bitte, 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 bitte. Gut, Abmarsch, ab zur Gärtnerei. Tschüss. So, ich gucke es mal. Er sieht gut aus und er macht es hier. Ihr seht das?
Wie schön er das macht, jetzt werde ich mal das Ding einfahren, weil ich mal gucken, wo der ist. Da ist er. Das heißt, ich muss den wegmachen und den ein Stück nach vorne schieben. Dann müsste der jetzt eigentlich, wenn der vorfährt, müsste er den ja hinten abladen. Der hat nämlich vorher den nicht abgeladen. Der ist stehen geblieben, hat den nicht abgeladen. Warum? Weil er der Punkt war. Ah, jetzt geht's. Der Punkt war nämlich ein bisschen zu weit da hinten für dieses Gespann und da hat er nicht abgeladen. Jetzt lädt er super ab und fährt dann hervorragend wieder zu seinem Getreide, zu seinem Feld und alles läuft. Also da muss ich mich nicht drum kümmern. Da sind wir auch mittlerweile bei 38%. Also noch mehr. 38% sind wir fast schneller wie das Feld 45. Finde ich gut. Läuft. So. Okay. Der fährt. Tschüss. Das macht er klasse. Er hier, ja, hat da noch ein bisschen was zu tun. Helfer J hat einen Vollkorntank. Das ist er hier. Alles klar. Er wird auch gleich wieder dann abladen dürfen. Der gute Mann. Das ist logisch. Das läuft auch. Feld 42 ist halt noch ein bisschen Arbeit. Ja, es ist nicht gerade klein, aber auch nicht gerade riesengroß. Aber es ist doch eins der größeren Felder. Gut, das war's dann. Der fährt wieder dahin zum Abladen. Dann hätte ich, ja, hätten wir es geschafft. Er fährt zur Gärtnerei. Und dann müssen wir halt da weiter produzieren. Bauland haben wir gekauft. Das ist hier. Feld Nummer 6, wenn das Gras dann immer fertig ist, kann ich da später mich drum kümmern, dann immer mal so das Feld und tschüss. So. Läuft alles super. 55%. Okay, meine Lieben, dann wäre das auch geschafft. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken oder fürs Anschauen des Videos. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich echt für ihn freuen. Es würde mich auch persönlich, ehrlich gesagt, freuen, ja, wenn ich auch bei LS22 vielleicht eine, ja, wie sagt man so schön, ich spiele das halt gerne, LS22. Ja, und ich mache das auch gerne mit der Landwirtschaft. Und es macht Spaß. LS Feuerwehr, ja, ist klar, durch meinen Beruf und so. Alles wunderschön und gut. Aber dennoch, trotz würde ich LS22 auch gerne trotzdem weiterspielen und würde mich auch da freuen, wenn ihr euch das auch anguckt und da Likes da lasst und Kommentare schreibt oder Abos da lasst. Das würde mich echt freuen. Ne? Es wird, wie gesagt, parallel laufen. Gut, das wollte ich nochmal irgendwie so erwähnen. Lasst Likes da, lasst Abos da, macht Werbung für mich. Support ist kein Mord. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt anständig und bleibt gesund. Bis denne. Dankeschön, Arrivederci.